Und somit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung mit mir, den Sachsen Let's Player. Und ihr hört schon, ja, der Mod, der ist ideal. Machen wir es kurz. Nifa SK5M1. Modell, schieß mich tot, Textur, nicht erwähnenswert, Edit, genauso wenig. So, der alte Drescher von Case soll da kommen, kostet 1 Euro. Und hat drei Aufsätze dazu. Die Aufsätze befinden sich, erstmal schön, wenn das unter Mods überhaupt unter Diverses gefallen wird. Dann haben wir hier die drei Aufsätze. Kotter, Completil und Pan. Alles drei kein Bild, kostet alles nur 1 Euro, also das lässt schon auf sehr viel Qualität erhoffen. Aber wollen wir aufhören mit Flame? Wollen wir eben, ne? Textur und Modell. Hier haben wir das gute Stück. Wir haben hier oben, sehen wir schon, den ersten Texturfehler, glitscht durch, beziehungsweise ist irgendwie in der Luft, ist lila, schieß mich tot. Dann haben wir im weiteren Modellverlauf, geht das zwar soweit in Ordnung, das soll ein Drescher darstellen, hinten gleich mit angepackter Ballenpresse. Ob es das jetzt in Wirklichkeit gibt, ist mir eigentlich egal. Lustige ist nur, ich habe noch gar nichts gemacht und hinten ist schon ein Ballen drinne. Ob die Ballenpresse funktioniert, kann ich euch leider auch nicht sagen. Im Testverlauf ist da mir nichts irgendwie voll geworden, außer mit LS13 abgestürzt ist. Ansonsten geht die Textur, ja, mit zwei Ohren zudrücken soweit klar. Wir haben hier viel schwammiges Zeug drinne, viel aufgemaltes, viel künstliches Zeug. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Modell und Textur 2 von 5 Sternen. Ja, kommen wir mal zu den Funktionen. Und ja, das ist eine Trauertour sondersgleichen. Ich weiß nicht, warum stellt man sowas auf den Markt, verdammt nochmal. Wir steigen mal ein. Der Motorsound gefühlte 10 Minuten. Ja, so lange hat nicht mal meine alte Simme gebraucht, um anzuspringen, aber okay, von mir aus ist soweit in Ordnung. Gleich mal zur Vorphysik zu kommen, dies ist einfach grausam. Er zieht viel zu schnell an, hat zwar nur eine Maximalgeschwindigkeit von 30, 26 für 30 km/h, ist zwar alles in Ordnung, aber ein Wendebogen von gefühlten 600 Metern und dann bremst er, wenn wir bremsen, ruppt er so mit Einschlag wieder hin und wieder vor und das ist leider nicht das Gelbe vom Ei. Das Ganze wird dann erst, oder zeigt sein drastisches Ausmaß erst beim Dreschen. Denn nachdem wir vorne unsere Cutter hinten dran gehauen haben und hinten unsere Ballenpresse und klicken wir dann auf B, aktiviert sich die Ballenpresse automatisch mit dem Cutter vorne. Ist soweit alles in Ordnung. So, nun steht da, ich klicke jetzt mal den Tempomat und schon steht da, ist zu schnell, bitte fahren Sie in Stufe 1. Das Problem ist, ich fahre in der Stufe 1. So, ich fahre jetzt eins, jetzt ist es zu schnell. Schalte ich auf die 4. Die 4, der Erntemodus ist noch schneller. Also im Endeffekt, man kann mit einem Tempomat hier nicht fahren, sondern muss manuell mit der W-Taste gedrückt halten, um da überhaupt was zu reißen. Das Problem ist, da die Maschine so schnell anfahren tut, kann man, ja, man kommt immer wieder an das Ding. Das macht einfach nur aggressiv und ist total falsch programmiert worden in dem Sinne. Obwohl man es nicht mal programmieren nennen kann. Das ist total falsch gemoddet. So, ich steige jetzt so aus, weil das... Was soll das? Also der Tempomat haut nicht hin. Man könnte es vielleicht mit einem separaten ESL-Limitierer oder ELS-Limitierer, eher mal so gesagt, irgendwie einstellen, aber das muss doch auffallen beim Testen, oder? Das muss doch auffallen, sowas. Wie gesagt, hinten beim Testen ist in der Ballenpresse hinten nicht rausgekommen, da könnte ich drei Reihen fahren. Ich weiß nicht, wie das gehandhabt wird. Also, nee. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer für Funktionen, da das vorne und hinten nicht funktioniert. Es funktioniert einfach vorne und hinten nicht. Es geht einem wirklich danach einfach nur noch auf den Sack. Spätestens, wenn man eh mal hin und her gefahren ist, geht ihnen das einen auf den Sack. 1 von 5 Sternen. Der Lok könnte man Made by Day nennen. Cold Stacks, Luna Stacks, alles drinne. Der Lok wird voll geklatscht, als gäbe es keinen Morgen mehr. Bam, gibt's gar nicht zu diskutieren. 1 von 5 Sternen. Persönliche Meinung könnt ihr euch ja denken. Nur, dass es diesmal nicht positiv ist. Ich meine,
Wie soll man das nennen? Ich meine, an sich ist es eine gute Idee, als Oldtimer gleich mit Ballenpresse hinten dran, ist soweit in Ordnung. Aber warum zur Hölle muss man so etwas Unfertiges auf den Markt bringen? Das ist wie, keine Ahnung, das ist wie ein Call of Duty. Es ist und bleibt immer wieder dieselbe Scheiße. Meine Herren, was soll denn das mal werden? Also, nee, nee, dann lieber eine Ebbe. Und gar keine Mods und dann nach einer späteren Zeit ordentliche, anstatt wie nur sowas. Und das häuft sich in letzter Zeit. Und das geht echt auf den Sack. Persönliche Meinung, 1 von 5 Sternen. So bekommen wir zu einer Gesamtpunktezahl von 2, 3, 4, 5. Von 5 Punkten. Wunderbar. Das Ganze durch 4 sind 1,25. Somit erhält dieser Mod eine unglaubliche Bewertung von 1 von 5 Sternen. Meine Bitte, ich mein's ja auch freundlich, wenn sich's gerade nicht so anhört. Nochmal dran setzen und komplett überarbeiten. Komplett überarbeiten, dann zum DL stellen, dann nochmal. So, nein. Wollt ihr euch den Mod downloaden? Link in der Videobeschreibung. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Haut rein. Tut, tut, tut. Scheiße.